Durchhaltekraft, die wirst du sicher an den Tag legen im Kampf gegen organisierte Kriminalität. Für den Schutz der EU-Außengrenzen, für ein starkes und sicheres Europa. Es ist Halbzeit im Europaparlament und im Fußball ist es so, dass es in der Halbzeit eine Kabinenansprache gibt. Mit einer Reflexion der ersten Hälfte und mit dem Auftrag für die zweite Hälfte. Und genau darum habe ich liebe Menschen gebeten. Lieber Lukas, wir kennen uns seit vielen Jahren aus unserer gemeinsamen Arbeit in Niederösterreich, aber die Arbeit auf der europäischen Ebene zu kommunizieren aus dem Europäischen Parlament, das machst du einfach großartig und das ist nicht wirklich leicht. Du zeigst unglaublich viel Engagement und kommunizierst insbesondere deine klare Haltung zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das ist wichtig und jetzt ist Halbzeit, ja? Und es gibt viel für dich zu tun. Ich wünsche dir viel Durchhaltekraft, die wirst du sicher an den Tag legen im Kampf gegen organisierte Kriminalität, Schlepperkriminalität, für den Schutz der EU-Außengrenzen, für ein starkes und sicheres Europa. Alles, alles Gute, halt durch! Mein Name ist Lukas Mandl. Mein Arbeitsmotto ist Rot-Weiß-Rot in Europa. Ich setze mich ein für ein Europa mit mehr Stärke nach außen und mehr Freiheit nach innen.